Hallo. Der Bundestag wird ab ca. 15.30 Uhr über die sogenannte NSA-Abhöraffäre beraten. Ich halte schon diesen Begriff für falsch. Das Problem sind nicht die USA oder Großbritannien, das Problem sind Geheimdienste. Edward Snowden hat als Whistleblower dafür gesorgt, dass öffentlich gemacht wurde, was die NSA und GCHQ gemacht haben. Aber wir sollten uns davor hüten, mit dem Finger nur auf diese beiden Geheimdienste zu zeigen. Niemand kann eine Garantie dafür abgeben, dass nicht auch deutsche und andere Geheimdienste Ähnliches tun. Im Gegenteil, ich vermute sogar, dass sie Ähnliches tun. Geheimdienste arbeiten im Geheimen. Ihre Kontrolle ist so gut wie unmöglich. Kein No-Spy-Abkommen wird sie davon abhalten, weiter zu spionieren. Keine datenschutzrechtliche Regel wird sie aufhalten. Es liegt in ihrem Wesen, dass sie alles, was technisch möglich ist, auch nutzen wollen. Deshalb muss das Ziel lauten, Geheimdienste abschaffen. Bis dahin müssen alle einschlägigen europäischen, internationalen und deutschen Verträge, Abkommen und Richtlinien, einschließlich ihrer Zusatzvereinbarungen, die den Datenaustausch und die Datenerfassung von und zwischen Nachrichtendiensten regeln, veröffentlicht werden. Die sogenannte strategische Aufklärung des BND ist einzufrieren und die entsprechenden Haushaltsmittel sind zu sperren. Die Haushalte der deutschen Nachrichtendienste sind öffentlich zu behandeln. Die massenhafte Ausspähung von Bürgerinnen und Bürgern hat nach dem 11. September einen grundlegenden Schub erhalten. Nicht individualisierte Funkzellenabfrage, Staatstrojaner, Quellen-TKÜ sind hier nur einige wenige Stichworte. Der Datenschutz wurde geschleift. Der Grundgedanke all dieser Überwachungsmaßnahmen war, durch mehr Sicherheit mehr Freiheit zu schaffen. Aber das ist unmöglich. Die Folgen sind Generalverdacht und regelmäßige Eingriffe in die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern. Die Folge all dieser Gesetze ist ein Mehr an Unfreiheit. Dass der öffentliche Aufschrei erst erfolgte, als das Handy der Kanzlerin abgehört wurde und nicht als Millionen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert wurden, ist bigott. Notwendig ist ein Moratorium im Hinblick auf die seit dem 11. September 2001 erlassenen Sicherheitsgesetze. Notwendig sind tatsächlich unabhängige Datenschutzbeauftragte, die finanziell so ausgestattet sind, dass sie ihren Job wirklich machen können. Notwendig ist ein Verzicht auf die Vorratsdatenspeicherung, egal ob nun 24 Stunden oder 6 Monate gespeichert werden soll. Notwendig sind verbindliche Regelungen auf europäischer Ebene zum Datenschutz. Notwendig sind aber auch klare Ansagen an private Unternehmen, deren neue Währung die Daten der Nutzerinnen und Nutzer sind. Gerade wenn das Internet der Dinge Raum greift, muss eine klare Regelung hinsichtlich der dort anfallenden Daten vorhanden sein. Profilbildung und das Überwachen von Nutzerverhalten ist ebenso abzulehnen, wie die derzeitige Datenabgleichregelung, die legalen Datenabgleichregelungen bei Hartz-IV-Empfangenden und Geflüchteten. Auch hier regiert der Generalverdacht und wird deshalb die Menschenwürde der Betroffenen mit Füßen getreten. Die neue Debatte um Freiheit und Sicherheit, die Debatte um die Rolle der Geheimdienste, verdanken wir vor allem Edward Snowden. Er ist derzeit der wohl berühmteste Whistleblower. Für das, was er getan hat, gebührt ihm Dank und keine Verfolgung. Die Bundesregierung könnte über das Aufenthaltsgesetz Dankbarkeit zeigen und ihm einen sicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland gewähren. Notwendig sind, das zeigt nicht nur das Beispiel Snowden, sondern sicherlich allen bekannte Erfahrungen mit Whistleblowing auch im eigenen Umfeld verbindliche Regelungen zum Schutz von Whistleblowern. Whistleblowing, also die gutgläubige Weitergabe von Informationen, insbesondere über widerrechtliche Handlungen, Fehlverhalten oder allgemeine Gefahren, die eine Bedrohung für Gesundheit, Leben, Freiheit, Umwelt oder andere berechtigten Interessen des Einzelnen und der Gesellschaft darstellen, muss in seiner Bedeutung für die Gesellschaft anerkannt werden. Menschen, die auf Missstände aufmerksam machen, sei es Missstände im Staat oder in der eigenen Firma, sind keine Denunzianten. Sie handeln aus Gewissensgründen, um Missstände zu unterbinden. Sie haben derzeit, ob ihrer Enthüllungen, Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten, bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes oder strafrechtlicher Verfolgung. Das muss beendet werden. Es
muss dringend ein Whistleblower-Schutzgesetz her, welches Änderungen im Arbeits- und Beamtenrecht ebenso beinhalten muss wie Änderungen im Strafgesetzbuch und im Medienrecht. Die Veröffentlicherinnen von Whistleblower-Informationen sind ebenfalls zu schützen. Zudem muss eine unabhängige Ombudsstelle für Whistleblower geschaffen werden. Und daher sagen wir hier deutlich, wir werden nicht leiser, sondern lauter. Für die Abschaffung von Geheimdiensten, für mehr und besseren Datenschutz und für den Schutz von Whistleblowern.